Essbare Gemüsetheke Mallorca, Teil 6. Direkt vor meinem Hotel ist ein wunderschöner grüner Platz. Und ich habe heute festgestellt, ach, ich hätte mir den Salat gar nicht im Hotel nehmen sollen, sondern hier. Hier seht ihr den Sauerklee, den nickenden Sauerklee mit den gelben Blüten, der hier so lecker säuerlich schmeckt. Und dann, das werdet ihr auch von zu Hause kennen, hier steht sogar eine allerdings ziemlich verschrumpelte Vogelmiere. Die hat hier niemals die Frische, die ihr bei uns findet. Daneben, das würdet ihr wahrscheinlich nicht unbedingt essen. Das habe ich euch immer als Toilettenpapier vorgestellt. Den stumpfblättrigen Ampfer. Der schmeckt zwar sauer, aber auch bitter. Also ist auch nicht gesund. Den könnt ihr ruhig stehen lassen. Ich hätte mir hier die zartesten Blättchen einer Kohlgänsedistel pflücken können, die mit dem weißen Milchsaft, die so ein bisschen herb schmecken. Und das, was ihr von uns auch kennt, oft im Rasen, die nahe Verwandte der Vogelmiere hier, ein Hornkraut, sieht genauso aus wie Vogelmiere, hat aber behaarte Blätter und schmeckt ganz zart im Salat.